So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Samyang Sunday. Ich nehme das jetzt hier am Freitag auf, kurz bevor die Shenaya kommen, die wollte 11.30 Uhr mit dem Zug da sein für das Bash in Berlin Wrestling WWE Wochenende. Das Muttertier ist auch da, das wird wieder alles richtig fett und brutal, aber ich brauche noch das Sonntagsvideo. Eigentlich bin ich erkältet, eigentlich bin ich krank, ich habe Schnupfen, ich habe Kopfschmerzen, die Nase tut weh, der Hals, dann habe ich hier noch eine offene Lippe. Au, es ist alles so schlimm, ich wollte aussetzen, aber ich muss trotzdem ein Samyang Sunday Video drehen. Deshalb habe ich in meinen Schrank geguckt, welche Sorte ist denn total genial vom Namen her? Welche habe ich noch nie probiert? Welche werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht kennen? Da steht wieder alles nur auf Koreanisch drauf. Aber das sieht interessant aus, denn das sind Samyang Bulldog erstmal, also richtige Bulldog-Varianten. Hier oben ist eine grüne Gurke. Und jetzt sagt ihr, das ist doch gar keine Gurke, das ist doch so eine Chilischote, so eine grüne. Was ist grün? Bestimmt eine Jalapeno. Genau. Das ist Samyang Bulldog Jalapeno Cheese. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich durch Zufall mal gesehen und dachte, es kann doch nicht sein. Jalapeno ist so genial. Cheese ist so genial. Seit wann gibt es denn eine Jalapeno Cheese Kombination von Samyang Bulldog? Wir haben ja die Habanero Lime Varianten, wir haben die Cheese Varianten, wir haben auch die Quattro Cheese Varianten. Wir haben alles durchgetestet. Jetzt dieses Viererpack, und was besonders auffällt, der Bulldog Fire Level ist auf 5 gestellt. Das heißt, wir haben andere gehabt, die waren bei 2 oder bei 3. Die Rosé sind auch eher mild, die mit Bacon-Geschmack, die sind so bei 3 oder so, glaube ich. Die sind 5. Das ist das Maximum. Und guckt es euch auch an, das Hühnchen hat eine Sonnenbrille, es hat einen Reisekoffer, es tanzt, es hat hier so eine Rassel in der Hand. Vom Design her auch wieder genial. Was auch auffällt, es sind keine 5er-Packs, es sind nur 4er-Packs. Wenn ich es aufmache, habe ich hier 4 Päckchen drin von diesem Samyang Jalapeno Cheese. Dann müssen wir natürlich gucken, was da überhaupt drin ist. Ich denke mal, das wird wieder so sein. Du kochst die Nudeln weich, haust sie dir auf den Teller, machst dann Soße, Pulver und was sonst alles ist da drüber. Nicht irgendwie eine Suppe anrühren oder so. Nein, ganz normal. Alles wie es sein muss. Und ich habe da sogar 3 Beutel drin, das habe ich auch noch nicht erlebt. Erstmal haben wir das Nudelnetz. Das Nudelnetz zerfällt gerade ein bisschen. Riecht irgendwie ein bisschen essigartig, also es hat schon eine Jalapeno-Note. Vielleicht täusche ich mich auch, weil ich ja eigentlich gar keinen richtigen Geruch habe. Die liegen halt auch jetzt schon ewig rum, deswegen sind die Nudeln zerbrochen. Aber ich habe 3 Beutel dabei. Ich habe einen Beutel Soße, okay. Ich habe einen Beutel mit Pulver vielleicht, Pulver irgendwas, Käsepulver dabei. Und dann hier sind das nochmal Kräuter, sind das Chili-Flocken, Chili-Stückchen, sind das Jalapeno-Stückchen extra nochmal dafür. Das heißt, wenn ich das Pulver mit der Soße mache, habe ich normale Cheese. Und so habe ich Jalapeno-Cheese. Nicht so genau kann das auch nicht sein, die Soße variiert ja auch manchmal ein bisschen. Wir machen jetzt die Nudeln warm, schmeißen uns alles auf den Teller, mischen es mal zusammen und mal gucken, wie scharf die sind und vor allem, wie die schmecken. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Wir haben uns schon den Teller hier bereitgestellt. Endlich wieder nicht mehr in so einem Topf, also in so einer Bowl, sondern ganz normal wie immer. Habe hier meinen Topf, wo ich die immer reinmache, das Nudelnetz, das Nudelsieb, wo ich die dann abtropfen lasse, bevor wir sie hier auf den Teller geben. Und da seht ihr auch mal, eine Portion ist ja gar nicht so viel, obwohl ihr sagt, wieso, das reicht doch vollkommen. Man muss sich ja nicht immer so vollstopfen, aber wenn ich jetzt privat ohne Video die esse, mache ich mir meistens immer dann 2 Päckchen mit einmal. Ist vielleicht auch zu viel, ist ja egal, ist ja eh ungesund, ist ja auch alles frittiert, frittierte Nudeln mit viel Kalorien. Aber fürs Video zum Testen nehmen wir natürlich nur eine Portion, dampfen noch ein bisschen. Jetzt haben wir als erstes unser Päckchen. Dieses Päckchen mit Soße, was wir jetzt also zuerst drüber streuen. Ich muss mal gucken, wo ich hier den Beutel reinmache. Irgendwie fehlt auch die Schere, die ich sonst immer hatte. Die super Schere, die so gut aussah. Das ist wieder sehr musig und dick. Das liebe ich so. Richtig schön tief schwarz oder dunkelrot.
dunkelrot mit schwarz gemischt. Pflaumen, musige Konsistenz, bröckeln wir jetzt hier drauf, bevor wir es dann irgendwann rummachen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt erst die Nudeln rummachen mit der Soße? Weil ich denke immer, wenn ich das Pulver dann drauf mache und das so an der Soße klebt, dann haftet die Soße gar nicht mehr so an den Nudeln, weil durch das Pulver das alles dann irgendwie blockiert. Wir können ja die Soße auch mal so probieren. Du merkst, es ist eine Samyang Buldak Soße, aber sie sticht. Sie zieht richtig hoch. Das muss so ein Jalapeno-Essig-Anteil mit sein. Das ist auf jeden Fall also nochmal ein ganz anderer Geschmack. Jetzt haben wir hier nur die Soße drauf. Wir packen jetzt aber das Pulver gleich mal hinterher. Stufe 5 von 5. Na, da bin ich mal gespannt. Ist das jetzt auch wirklich Pulver? Das ist hier orange. Käsepulver. Das müsste ja eigentlich die Schärfe ein bisschen abmildern. Eigentlich müsstest du die ohne Käsepulver essen, einfach nur so mit der Soße. Dann hast du wahrscheinlich trotzdem einen ganz anderen Geschmack. Und es brennt und es ist brutal. Und so ist es mit dem Bild auch besser, weil man da mehr vom Teller sieht. Und jetzt habe ich das hier noch. Das müssen ja jetzt Jalapeno-Stückchen sein. Das ist auf jeden Fall grün. Wir bröckeln es uns einfach mal mit dahin. Ich habe noch nie drei Beutelchen gehabt. Drei Beutelchen. Wir machen das jetzt rum mit der Gabel und gucken dann mal, wie es am Ende aussieht, wenn wir das alles jetzt schön verteilt haben. Soße, Pulver. Ja, es ist jetzt, wie ich mir schon dachte, durch das Pulver. Jetzt ist alles trocken. Jetzt hat die Soße. Die Soße kommt gar nicht mehr durch an die Nudeln, weil das Pulver irgendwie so wie eine Schicht sich davor legt. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir keine weißen Nudeln mehr übrig haben, sondern irgendwo ein bisschen wenigstens was dran ist. So, das sieht gut aus. Hier fällt auch schon wieder die Hälfte runter vom Teller. Das Grünzeug, was wir drauf gebröckelt haben, geht total unter. Davon sehen wir so gut wie gar nichts mehr. So. Und fertig ist der Teller. Das brauchen wir noch fürs Thumbnail gleich. Ein Bild. Es riecht auf jeden Fall betörend. Das soll jetzt fürs Thumbnail sein. Und jetzt müssen wir es probieren. Jetzt bin ich gespannt. Wie schmeckt das? Jetzt ist ja das Käsepulver noch dran. Das müsste ja jetzt eine richtig tolle aromatische Note haben. Wir machen uns ein bisschen was auf die Gabel und nehmen mal die erste. Also so richtig käsig schmecke ich jetzt nicht raus. Ich merke aber, es ist einfach scharf, es ist richtig scharf. Du hast diese Jalapeno-Stückchen, die sind bestimmt gefriergetrocknet. Du beißt da drauf und sofort entfacht sich nochmal was. Was heißt das? Das brennt, das steigt auf. Das ist wie Pfefferkörner, nur nicht mit pfeffrigen Geschmack, sondern mit so einem stechenden Essiggeschmack irgendwie und breitet sich einfach aus. Aber dieser feste Samyang Buldak Soßengeschmack, den du sonst da hast, der ist jetzt nicht so gegeben. Die Käsenote vermisse ich, wie gesagt, ein bisschen. Für mich schmeckt das jetzt einfach nur wie Jalapeno und nicht wie Jalapeno Cheese, obwohl ja so viel Pulver da drauf war. Wir werden jetzt den Teller mal ganz essen und gucken, ob sich das nochmal irgendwie verändert. Vielleicht ist das ja nur der erste Eindruck, vielleicht ist, wenn man es ganz isst, dann merkt man nochmal andere Noten raus. Wer weiß, wo das Pulver sich jetzt hin verteilt hat. Und mal gucken. Mein erster Eindruck wäre, schmeckt einfach nur scharf, aber mir fehlt der Geschmack. Und ich möchte Geschmack unscharf. Das ist mir immer wichtig. Und das habe ich bei den Cheese zum Beispiel immer ganz deutlich. Diesen Cheese-Geschmack und das Scharfe. Wenn es nur scharf ist, aber nach nichts schmeckt, dafür, dass das so eine besondere Sorte ist, die dann noch so teuer ist und so selten zu bekommen, da bleibe ich lieber bei meinen Cheese. Da habe ich auch Schärfe, aber habe auch Geschmack.
So, wir essen mal den Teller kurz. So, jetzt ist auch der Schluck auf da. Die Augen brennen auch, die Augen laufen. Die Augen laufen, der Mund brennt, die Lippen brennen. Es wird gefühlt auch immer schärfer von Gabel zu Gabel. Immer wieder beißt du auf so ein Jalapeno-Stück. Immer wieder entfacht das neu. So als Challenge, als Schärfe-Challenge, finde ich, wäre das gut geeignet. Weil das ist schon richtig scharf, das muss man ihm lassen. Aber mir fehlt weiterhin der Geschmack. Also einfach nur pure Schärfe, ohne Geschmack, ist nix. Ich bin da jetzt leider ein bisschen enttäuscht. Bei Jalapeno Cheese habe ich mir schön käsig mit Schärfe vorgestellt. Leichte Essignote. Aber es ist halt einfach nur scharf. Es ist scharf, es ist scharf, es ist scharf. Und da habe ich schon Besseres von Samyang gehabt, wo auch der Geschmack überzeugt hat. Deswegen, ich habe diese 4 Tütchen. Werde ich nicht nochmal kaufen. Da kaufe ich mir lieber andere Sorten nochmal, die sehr experimentell waren und die mir gefallen haben. Aber Jalapeno Cheese brauche ich jetzt nicht nochmal. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Also die Schärfe passt, ne? Wenn ihr wirklich was Scharfes wollt, dann gönnt euch die. Aber wer eher auf Geschmack setzt, meins war es nicht. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.